aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ich hoffe, ich habe den letzten richtigen Spielstand geladen. Wir waren ja auf dem Weg nach Kreta. Und ich hatte zwischendurch wegen dem Megastream wieder auf die 1,35 zurückgepatcht. Habe jetzt wieder die 1,36 und habe die letzte Autospeicherung genommen. Es müsste eigentlich irgendwie passen. Und wir sind auf dem Weg, habe ich ja schon gesagt, und wir wollten noch schlafen, richtig. Aber ich weiß nämlich nicht mehr, ob wir von Rotterdam ausgefahren sind oder von wo aus. Ich habe absolut keinen Schimmer mehr. Aber spielt auch keine Rolle. Mal eben ganz kurz einen Blick auf die Uhr. 5. Ja, ich war klar. Alles klar, gut. Man sollte auf die Straße gucken, wenn man fährt. Dann nagelt man auch nicht auf irgendwelche Leitplanken. Und du hättest mich ruhig mal rauslassen können. Einmal. Ihr kennt auch eure eigene Großmutter, nicht wahr? Mann. Aufliegerschaden 2%. Ja. Nur wie da dieser gelb gestreifte mir da reingefahren ist. So, pass auf. Ich werde, wenn wir auf Kreta sind, werde ich dann auch mal die Mods entsprechend wieder reinpacken. Was mich jetzt halt hier im Moment interessiert, ist halt, was hat SCS so getan? Was haben sie verändert? Es sind zum Beispiel neue Fahrzeuge im KI-Verkehr drin. Da ist es ja auch mal interessant, dass wir die sehen. Und ja, wäre natürlich jetzt blöd, wenn man jetzt, ich sag jetzt mal, dort ankommt und alles wird dann irgendwie von der Pro-Mods oder so bedeckt. Mal abgesehen davon, dass die Pro-Mods sowieso nicht funktioniert mit der 1,36. Da gab es jetzt die 2,42 für die 1,35. Über Sinn und Unsinn haben wir schon mal drüber gesprochen. Kann man sich streiten. Der lag ein bisschen auf dem Dach wie Marienkäfer. Also ich muss sagen, der hier geht besser als den ich im Livestream hatte. Ich muss echt mal gucken, was ich hier für ein Getriebe drin hatte. Genau, und die 1.36 Version läuft unter DirectX 11, also DX9 könnt ihr gar nicht mehr auswählen. Wenn euer Rechner dann nicht kann, Pech gehabt. Die Framerate ist soweit auch okay. Alter, du gehst mir auf die Nüsse. Ich sehe nicht, wenn du vor mir fährst. So, pass auf. Alles klar. Ich musste noch mal einen Blick auf das Öhrchen werfen. Ja, was haben wir eben gemacht? 4 oder 5 Stunden Livestream sogar. War mein erster. Könnt ihr euch angucken unter den Videos. Vom Mega-Konvoi. Hat einen schrecklichen Unfall, aber naja. Ich habe es überlebt. Ausgerechnet hier, ne? Die dicke, fette Kurve ist. So, jetzt bleibst du hinter mir. Alter, jetzt haben wir den nächsten vor uns. Wir wollen ja schnell da ankommen, deswegen gebe ich im Moment nichts auf die Geschwindigkeit. Spielt alles erstmal keine Rolle. Ja, und nach diesem Livestream macht man dann noch die Folge für den nächsten Tag. Es ist doch ein Service. Wenn alles klappt, wird der Livestream so gegen 10 Uhr heute dann veröffentlicht. Coole Aktion, hat mal wieder Spaß gemacht, ganz ehrlich. Ja, und es gibt dann einige Unverständliche, die sagen, oh, was bringt dir das? Ja, was bringt mir das? Ich meine, Livestream ist irgendwie eine Mega-Geschichte. Man kann dieses Spiel spielen, man kann aber auch im Multi-Ding mit anderen mitfahren. Das ist schwierig zu sagen. Egal. Wer es nicht mag, muss es ja nicht gucken.
Also was mir hier gerade bei der 136 auffällt, ist, dass der und mein Truckle, die Truck, wesentlich direkter lenkt irgendwie. Oh, und danke. Da hätte ich mich schlafen legen. Aber da vorne kommt ein Parkplatz. Da können wir uns hinhauen. Soll ich euch was sagen? Das machen wir gleich zweimal auf diesem Parkplatz. Weil... Jetzt fahren wir gleich wieder im Dustern. Kann ich mich hier hinstellen? Kann ich. So, pass auf. Enter. Jetzt haben wir 14.14 Uhr. Wir haben nichts hinten drin, was wir kaufen müssen. Das heißt, in ein paar Stunden wird das schon wieder duster. So, wie lange schlafen wir denn überhaupt? 9 Stunden? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okay. So, jetzt fahren wir zwar auch im Dunkeln, aber das wird gleich wieder hell. So, damit kann ich dann leben, dass wir da auch mal eine Weile am Tag fahren. Ja, wie gesagt, wir sind unterwegs auf der originalen Map. Den einzigen Mod, den ich drin habe, ist aktuell Siesel. Alles andere lasse ich erstmal draußen. Wir müssen auch in den Städten mal verstärkt drauf achten. Der Michael meinte, da sollen Radfahrer aufgetaucht sein. Das wäre dann mal was ganz Neues. Und das wollen wir natürlich nicht durch irgendwelche Mods dann, ich sag jetzt mal, dezent versauen lassen. Ich muss gleich noch Wäsche aufhängen, das ist unglaublich. Das kann ich machen, während das Video rendert. Das ist eine geile Idee, oder? So schlägt man zwei Fliegen mit einer Kappe. Obwohl mein Fuß wehtut, fahre ich für euch. Und so. Und ich denke mal, wenn das alles so klappt und super ist, dann wird es Zukunft auch noch mehr Livestreams geben. Problem ist natürlich, die Scheiße immer hier stehen zu lassen. Das ist so. Gib Gas, du Nuss da vorne. Es sind aber einige Trailer, die ich vorher noch nie gesehen habe. Guckt euch da. Ich meine, es mögen Fantasiefirmen sein, ja, aber guckt euch das mal an. Da sind etliche neue mit drin, was mir wirklich so aufgefallen ist. Den da habe ich vorher noch nie gesehen. Das ist definitiv kein Trailer-Mod drin. Den da vor ihm, der uns überholt hat, auch nicht. Da ist schon einiges Neues am Start, definitiv. Ja, und hätten wir jetzt so ein Jessie-Cat obendrauf, dann würden wir die so wahrscheinlich gar nicht entdecken. Auch den da vorne habe ich auch noch nicht gesehen. Mit der Paprika, das ist witzig. Krone, ja. Ich muss nachher wirklich mal gucken, ob ich keinen Mod drin habe, weil da sind so viele neue. Kann ich mich erinnern an die 3, 4, 5 Logos, die wir eingangs immer hatten? Es mögen ja Fantasiefirmen sein, aber was spielt das für eine Rolle? Fakt ist natürlich, je mehr Trailer SCS reinbaut, desto weniger muss man. Das ist zum Beispiel ein Alter gewesen. Desto weniger muss man reinpacken, desto besser bleibt natürlich auch die Performance. Wobei auch da abzuwarten bleibt, was wollte ich denn jetzt wieder sagen? Ich glaube doch Hildesheimer oder sowas. Genau, wie sich die neue Pro-Mods dann unter die X11 verhält, ob da die Performance dann auch besser wird.
Es gab ja die so eine Experimental-Version für DX11, die hat ja hinten und vorne nicht funktioniert. Aber was ich eingangs noch sagen wollte, dass die Pro-Modder jetzt natürlich noch, ich sag mal wirklich, das wird nicht mehr lange dauern, die Beta, das ist ja die Public-Beta. Dann ist die 1.36 da. Warum man da jetzt noch eine komplette neue Pro-Mods raushaut, ist mir echt schleierhaft. Da würde ich doch, mal ganz ehrlich, da würde ich doch warten. Ich meine, die Beta ist jetzt draußen, man kennt das die Programmierung. Da hätte ich doch jetzt die fertig gemacht für die neue Version, damit die einigermaßen pünktlich rauskommt. Da kannst du dann wieder ewig und 3 Tage drauf warten. Ja, aber über Sinn und Unsinn muss man sich manchmal nicht unterhalten. So. Kurzer Blick auf die Uhrzeit passt noch. Wir haben noch ein bisschen. Also hier sind viele Fahrzeuge, wo ich jetzt auf Anhieb sagen würde, habe ich vorher noch nie gesehen. Bei dem hier bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Fahr mal schneller, sonst hänge ich dir gleich hinten drauf. Das möchte ich ungern. Das ist nämlich mein schöner Kühler von Renault kaputt. Übrigens, die morgendlichen Videos wird es weiterhin ohne Facecam geben. Bei den Livestreams machen wir es mit Facecam. Da werde ich auch noch ein bisschen rumexperimentieren. Auch jetzt, was zum Beispiel den Landwirtschaftssimulator angeht. Ja, ich denke, da könnte man schon auf den grünen 2 kommen. Vor allem braucht man dann für den LS in dem Sinne keine Videos mehr erstellen. Sondern hat es live und kann sich hinterher eventuell die Livestreams dann nochmal reintun. Ist doch auch mal nice. Ich werde dann auch nochmal testen, wie es aussieht. Na gut, wenn ich selber live streame, könnte ich das mit OBS wahrscheinlich abspeichern. Dann dürfte auch nicht großartig was ruckeln für die Nachbearbeitung dann. Soll ja immer ein Vorspann davor, nicht? Abspannend überhaupt. So. Okay, also neue Trailer und Logos gibt es. Die Vielfältigkeit dann auf den Straßen, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Da vorne ist nämlich einer, den wir schon mal gesehen haben. Der uns da gerade in. Achso, neue Busse soll es geben. Richtig, da gehörte der offensichtlich nicht zu. Soll ein MAN sein. Wie war das? Irgend so ein Liner. Immerhin steht Milano schon mal ausgeschildert, obwohl es immer noch 2800 Kilometer sind. Also wir scheinen nicht mehr so weit von Italien weg zu sein. Das ist ein Standard-Trailer. Schneeweiß. Mich angerumst. Der sieht auch cool aus, aber den gab es schon. Ist auch ein alter. Aria ist auch ein alter. Was ich mir ja immer noch megamäßig wünsche, sind wirklich mal so Schaustellerfahrzeuge. Dann am besten ganzer Konvoi. Wo man dann zum Beispiel
Karussell auf irgendeinen Rummelplatz fahren muss oder so. Das fände ich mal nice. Der ist neu. BP, British Petrol. Das Schöne dabei auf jeden Fall. Ups. Es kommt, wenn man zwischendurch seinen Blick immer mal woanders hinhaut. In diesem Fall auf die Uhr. Ich würde sagen, Blick auf die Uhr. Nächster Rastplatz ist dann erstmal unser. Und nimm deine Buchse von der Straße. Also, ich finde, der KI-Verkehr sieht schon etwas vielfältiger aus als standardmäßig, oder? Täusche ich mich? Hier ist ja alles hell erleuchtet. Ne? Da fangen wir als erstes mal mit an. Realistic Building Lights und so weiter, dass solche Geschichten wieder passen. Die Ampeln, die Straßenschilder und so weiter. Aber erstmal, wie gesagt, will ich wirklich sehen, was ist so gemacht worden. Wie sieht es im Original einfach aus? Weil es bringt nichts, wenn jetzt irgendwo ein Update kommt. War Captain Einauge. Und man überdeckt das mit irgendwelchen Mods. Dann kannst du nicht sehen, was neu ist und was nicht. Meine Meinung dabei. So, da hinten ist ein Parkplatz. Das kommt ganz gut. Wir sind nämlich am Ende der Folge angekommen. Ja, ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr dann, naja, den Abspann lest und einfach das macht, was da drin steht. Hilft mir am meisten. Däumchen nach oben wäre natürlich auch ein Träumchen. Und wenn ihr ihn runter macht, ja, dann weiß ich nur, dir hat das Video nicht gefallen. YouTube selbst ist das völlig Rille, was hier anklickt. So, ich bleib hier erstmal stehen. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen früh an dieser Stelle wieder. Ihr wisst, wie immer um 5, Tasse Kaffee kochen, Video gucken, fertig. Bis dahin. Ciao, ciao, macht's gut.